bist du deppert. Richtig schön. Mhm. Bin ich sogar fast stolz drauf. Und hab sogar noch eine bessere Waffe auch noch gekriegt. Oh, Digga. Nice. Hallo. Das letzte Mal habe ich mich wirklich vollkommen blamiert. Nicht wahr? Ich habe meinen Übungsplan intensiviert. Ich kann gerade nicht aufhören zu grinsen. Ich habe ihn gefickt. Wenn es um Schwertkampf ging, war Sana schon immer so. Sie geht so darin auf, dass sie den ganzen Tag übt und darüber sogar vergisst zu essen. Was ist so verwerflich daran, seine Ausbildung ernst zu nehmen? Wenn ich Ryoma irgendwann heiraten will, muss ich alles dafür tun. Wenn sie sich einmal etwas in den Kopf gesetzt hat, dann... Ach, ich mache mir nur Sorgen, dass sie sich eines Tages selbst schaden könnte. Das verstehe ich nicht ganz. Was genau sollte ich deiner Meinung nach tun? So von meiner Tür ein bisschen abnehmen. Yoshiwara? Ha. Ich schätze, die Geishas dort haben eine Menge Erfahrung. Vielleicht könnte ich von ihnen etwas lernen, das mir die Pforte zu Ryomas Herz öffnet. Bitte, bring mich nach Yoshiwara. Ich muss mit jemandem reden, der sich mit Romantik auskennt. Ich lasse meine teure Nichte nur ungern an einen Ort wie Yoshiwara. Aber sie ist langsam alt genug, die Welt da draußen ein wenig zu erkunden. Jetzt, da ich den Segen meines Onkels habe, wirst du mich doch nach Yoshiwara bringen, oder? Sicher. Ich kann gerade nicht aufhören zu grinsen, weil ich ihn so dermaßen gegeben habe. Ja, Mann! Ja, Mann! War aber nicht der Erste auf Meisterrang, muss ich dazu gestehen. Ich glaube, 3 oder 4 Leute habe ich schon auf Meisterrang gemacht. Wahnsinn, Alter. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Trotzdem, Alter, kämpfen wie der größte Noob. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ach du Scheiße. Ryoma. Sana, ich habe... Wie gesummacht. Was für eine Überraschung. Ich habe angenommen, du hast sicher viel zu tun, weil du mich länger nicht mehr besuchen warst. Aber du warst ja offensichtlich mit jemand anderem beschäftigt. Würdest du mir das vielleicht erklären? Hey, was geht hier vor, verdammt? Warum ist Sana in Yoshiwara? Was soll das denn bedeuten? Ganz recht. Vorausgesetzt natürlich, es gibt überhaupt eine. Wie dem auch sei, ich muss los. Ja, genau. Da ist aber ganz, ganz schnell wieder weg. Ich habe ihn so lange nicht gesehen. Würdet ihr bitte davon absehen, den Herrn weiter in Verlegenheit zu bringen? Ich habe ihn nur gebeten, meine entlaufenen Katzen zu finden. Wie bitte? Oh, oh, mehr nicht. Wie einfältig von mir, gleich voreilige Schlüsse zu ziehen. Aber wenn das so ist... Dann werde ich an seiner Stelle deine Katzen für dich finden. Nee, hey, das ist schon meine Aufgabe. Oder wie viele Leute hat die bitte schon gefragt? Oh, ihr benötigt also Rat in Herzensangelegenheiten. Da seid ihr bei mir goldrichtig. Schön. Bringt mir einfach alle Katzen, die in Yoshiwara unterwegs sind. Ich werde hier auf euch warten. Das sind 100 Stück. Aber das ist halt nur in der Stadt, also da geht's. Zu zweit sollte es nicht allzu lange dauern. Trotzdem, wenn wir von allgemein reden, sind das 100 Stück und das sind so einige Miezis. So einige Miezis. Aber passt schon. Da hau ich gleich auf, da über die Häuser und tschüss. Warum sind die Codes? Das ist halt wieder die Frage, muss ich langsam oder schnell oder ist es wurscht? Ich kann eh einfach hinlaufen, passt. Dann ist eh super. Weil ab und zu musst du da wieder ein bisschen aufpassen.
Aber eines Tages wird die Kleine davonlaufen. Vollkommen vergessen, wo sie hergekommen ist. Genauso wie die Nova. Okay, das Gespräch würde ich aber gern schon irgendwie mitgekriegt haben. Ich glaube, das könnte ein bisschen tiefsinniger sein, als was man... Wo? Als was man glaubt vielleicht. Das habe ich mir jetzt irgendwie gedacht gehabt, aber schade. Ja, die ist anscheinend zu weit weg oder beschäftigt oder irgendwas, die will nicht mit uns quatschen. Unsere Oma reifer geworden ist. Erwachsener. Nicht nur, was er draußen hat. Erwachsener. Er hat ein bisschen erwachsenmäßig da das ein oder andere reingesteckt, ja. Das ist aber schick. Ja, fühlte ich mich von seinem ernsten Blick während unserer Übungskämpfe angezogen. Doch nun ist dieser Blick in die Ferne gerichtet. Weit weg von mir. Wieso habe ich das Gefühl, dass die sich in irgendwem anderen da vernaht? Irgendwie, ich weiß nicht. Irgendwie habe ich so das Gefühl, er wird wahrscheinlich dann uns aussuchen, oder wie die Liebe des Schwertes, Speer oder sonst was finden, irgendwas in der Richtung. Rustiker, erstmal die Haltung ist einmal falsch. Zweitens, wie gehst du mit der Lady da um, Alter? Mit der Katzenlady, Alter? Digga, was ist das? Das geht mir überhaupt nicht. Ah, die Rolle. Geil. Die Rolle ist King, die Rolle ist King. Ich sehe, dass du schwer beschäftigt bist. Soll ich helfen oder soll ich helfen? Ey, du wirfst damit auch gar nichts, mein Freund. Aber ganz, ganz falsche Haltung. Ich danke euch vielmals. Ihr habt nicht nur meine Katzen ausfindig gemacht. Ihr habt mir geholfen. Obwohl ihr lediglich Gäste seid. An seinem Verhalten lässt sich erkennen, dass mein Charme meinem vorherigen Gast wohl den Verstand geraubt hat. Doch ich bin eine stolze Frau, die sich selbst gehört und deren Zuneigung sich nicht erzwingen lässt. Mein Rat an euch, wenn es euch derart schmerzt, von eurem Angebeteten getrennt zu sein, müsst ihr den Mut fassen, von Zeit zu Zeit loslassen zu können. Aber ich mache mir solche Sorgen. Ryoma lebt frei wie der Wind. Wenn ich ihn loslassen würde, glaube ich nicht, dass er zurückkehren wird. Er wird zurückkommen, glaub's mir. Wenn er, dann kriegt er eine von mir. Dann nehme ich liebend gern den Platz ein. Ja, moin! Hör auf, ich bitte dich. Spar dir solche Sprüche. Das hier ist eine ernste Angelegenheit. Ich musste den jetzt irgendwie proppen. Es war immer mein Traum, Ryoma zu heiraten und mein Leben an seiner Seite zu verbringen. Doch ich befürchte, dass seine Träume von ganz anderer Natur sind. Vielleicht wollte ich unbedingt beweisen, wie reif ich geworden bin, um nicht wahrhaben zu müssen, dass auch er sich weiterentwickelt hat. Doch jetzt ist Schluss mit der Feigheit. Ich bin bereit, mich der Veränderung zu stellen. Ich werde dem Mann gegenübertreten, der er jetzt gerade ist. So gefällt ihr mir schon viel besser. Ich kann es kaum erwarten, zu erfahren, was aus euch beiden wird, wenn das Schicksal seinen Lauf genommen hat. Das Lustige ist ja noch daran, eigentlich haben wir ja mit der Katzenlady ja was, eigentlich im Prinzip. Dementsprechend fand ich die Situation jetzt noch lustiger. Eigentlich haben wir was gerade mit der Katzenlady am Laufen. So, na, du kannst da was mit mir anfangen, gell, wenn du willst.